Willkommen zurück zu Warriors Orochi 3 Ultimate. Es geht weiter. Wir wollen jetzt was bewirken und dann eben halt Musashi Miyamoto retten. Denn im letzten Part haben wir Odawara Castle zwar zurück eingenommen. Kiyomori hatte die besetzt. Das ist ja die Burg der Hojos. Und dabei ist tatsächlich Musashi in Schwierigkeiten gekommen. Der größte Schwertkämpfer Japans hat es nicht schaffen können, diese Verstärkungstruppen der Dämonen in Flucht zu schlagen. Man muss fairerweise sagen, da waren auch irgendwie 6 Dämonenoffiziere erschienen und das war zu viel für ihn. Doch wie können wir es schaffen, dass wir ihn im nächsten Part retten können? Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn wir uns das gleich anschauen, es muss wieder ein Gebiet geben, wo wir irgendwas da bewirken können. Schauen wir gleich mal. Erstmal reden wir mit Shouba. You sure do wear a lot of armor, isn't it heavy? Well, yes, it is pretty heavy. I'm a coward, though. So I really need it. Yeah, you're pretty hot, but to each his own, I guess. Vor allem, wie klein er ist, ne? Schwert sich, dass deine Rüstung zu fett ist. Es gibt aber auch Charaktere, die haben noch eine fettere Rüstung. Hallo? Guck dir die mal lieber an. Toshi Maeda! Was hast du dagegen zu sagen, ne? Guck dir mal Tadakatsus Rüstung an. Lord Katsui, even in this world, you are so at ease. Can't you tell me what to do? There's nothing I can teach you. Even with instruction, I cannot teach the blind how to see. Ja, Katsui Shibata, auf den freue ich mich auch ganz besonders. War schon immer sehr mächtig. Orochi 1 und 2, mir auch oft der Arsch gerettet. Richtig starke Krieger. Guan Yu, hey, was machst du denn hier? You truly are the god of war and justice. As a man among men, you carry a different presence altogether. What false adulation is this? Do not tell me the warriors of Japan are all flatterers such as you. Is that not what they call you in your own country? Perhaps this is why you are so incorruptible. Ja, weiß nicht, aber der wird wirklich von vielen, ja, japanischen Samurai-Warriors gelobt, ne? Es gibt viele Konversationen von wegen so, oh, du bist doch der Kriegsgott, ne? Tja, damit muss er sich wohl abfinden, der Guan Yu. Jengfei! Du alter Saufziege, was geht ab? Toshie, you are quite a drinker too, right? Why not join me? For a sip next time. If this is a request from Jengfei of Yan, it looks like I finally made it in this world. Es war die ganze Zeit sein Ziel, Life Goals, abgehakt. Einmal mit Jengfei saufen gehen. Läuft bei dir, Toshi, läuft bei dir. Alter. Ach scheiße, ich habe noch gar nicht das Team ausgewählt. Ey, fail. Ja, wen nehmen wir denn diesmal? Gute Frage. Was schlagen die mir denn vor? Ich weiß ja gar nicht, was auf mich zukommt, ne? Ich jetzt hier reingehe, was ist denn überhaupt die Mission? Wo geht's hin? Theoretisch können wir jetzt schon hiermit weitermachen, aber Kapitel 1 wollen wir natürlich noch richtig abhaken. Natürlich schon mal so ein Schlecht Sean Kai, die haben wir alle schon gespielt, deswegen. Ja, suchen wir uns dann neue Charaktere aus. Die beiden hatten wir ja auch schon. Dachio, Shakio. Ja, wen könnten wir mal nehmen? Das ist echt eine gute Frage, ne? Shouba vielleicht? Ja, warum nicht? Dann nehmen wir noch mit Oichi. Und vielleicht noch ein Samurai. Ja, hier, Ranmaru. Läuft. Damit kann man arbeiten. Welches Outfit? Aber schon, nehmen wir das. Oichi passt, glaube ich, auch alles. Bei Shouba. Ah, nehmen wir mit Helm. Und natürlich nehmen wir die blaue Rüstung. Hier nicht dieses Verräter-Outfit. Weil für die, die keine Ahnung davon haben, von Dynasty Warriors, der ist jetzt später zu Shu übergelaufen. Einen anderen Reich. Das ist halt der größte Verräter aller Zeiten. Der Shouba. Traurig, aber wahr. Rescue at Dongkou. Hier verschlägst du uns also wieder hin. Für die, die sich nicht mehr erinnern können, was bei Dongkou war. Da haben wir damals Yirksu getroffen. Das war das mit den Schiffen.
Schwierigkeitsgrad 2, join up with the reinforcements to break through Donko and head for Odawara Castle, which is defended by Musashi Miyamoto. Hm. Soll man ihm Verstärkung sichern? So, das ist zumindest der Anschein. Wenn er nicht überrannt wird. Miyamoto Musashi wa Odawara Jōni hateta. Kawari ni inochi o nagaraeta Kaihime to Sonshōkō wa dou nika shite Musashi o sukuou to jōhō o motometa. Due to Daji's trickery, Musashi Miyamoto fell in battle at Odawara Castle. However, with their life spared, Kai and Sunshine Xiang gathered information in order to find a way to save Musashi. At that time, there were supposed to be reinforcements coming from Donko to assist Odawara Castle. If they had been able to arrive at Musashi's site, things could have been different. Ja, wir müssen die Verstärkung sicherstellen. Hier ist irgendwas schief gelaufen damals. Shimazu Yoshihiro kara jōhō o eru. Tōji Dōkō wa Yōma no taigun ni kakomare, engun o dasu yōyū sura nakatta no da toiru. Kai obtained the information from Yoshio Shimazu, who told her that Donko had been surrounded by the demon army and was unable to spare any reinforcements. Naraba, Shimazu Yoshihiro no kako ni modori, Dōkō wo sukueba ii. Engun sae todokeba, tenka musou no ken ga dakki no kankei ni kussuru koto wa nai. Kaihime to Sonshōkō wa isan de shitsugeki shita. Therefore, she would need to travel back to Yoshio Shimazu's past and save Donko. Doing so would allow the reinforcements to leave as planned, and the greatest swordsman beneath the heavens would not fall victim to Daji's scheme. Kann er übertreiben, ey. Der größte Schwertkämpfer zwischen den Himmeln. Kai und Sun Shengxiang gathered their courage and set out for battle. It's just as remembered. The demons are gathered around the castle at Donko. This place looks like it can barely afford to send reinforcements anywhere. But if we can defeat these demons, then the reinforcements will be able to help Master Musashi at Odawara Castle. Okay, let's go, Sunshine Xiang! Schön. Ja, Mystic Stallion werde ich verwenden. Andere Alternativen wären Dragonstone, Horse Cleaver, Stallion Cleaver, Blade of Blood. Das ist eine Waffe, glaube ich, von einem alten Dynasty Warriors Spiel. Von DW6, glaube ich. Kann das sein? Drang's Tongue X. Boah, sieht so viel epischer aus, ne? Als die mystische Waffe, aber naja. Der wäre es zu einfach. Ist ja nur Schwierigkeitsgrad 2. Tiger Splitter Mystic Energy. Sieht auch cool aus. Nehmen wir aber nicht. Mit Ranma Umori werden wir Mystic Justice verwenden. Alternativen sind Steel Vengeance, Sword of Courage, Bishamonten's Blade. Ist eigentlich die Waffe von Kenshin Uesugi, ne? No, auch hier Mystic Energy. What? Warum hat Ranmaru das denn auch? Steel Vengeance X, Sword of Justice und Sword of Valor. Mit Oichi verwenden wir Mystic Tsubaki. Alternativen sind Sunmaya Hoop, Tsubaki Hoop, Narumasa's Faith, Narumasa's Love. Ach, wie süß. Und Rising Sun X. So ein bisschen blöd, ne? Dass Narumasa's Love genauso aussieht wie Rising Sun X. Samaya Hoop und Sakura Hoop. Ja, leider hat Uichi in diesem Spiel nicht mehr ihre alte Waffe von Orochi 1 und 2 und von Samurai Warriors 2 natürlich. Das war so ein Ball mit einem Hammer, mit einem kleinen Hammer. Das war so episch, das war so ein geiles, starkes Moveset. Und hier hat man einfach jetzt einen Sunshine Xiang Abklatsch rausgemacht. Finde ich ein bisschen schade. Ich mag das Moveset auch nicht so, aber was soll ich jetzt daran ändern, ne? Verstehe nicht, warum Koi das nicht behalten hat. Das war auch kreativ. War auch mal was Einzigartiges. Das hat bislang auch nie wieder Verwendung gefunden.
dieser Hammer und die Kugel wurden nie wieder verwendet. Kein Warriors-Game. Oh, Munori Yagyu. Ja, der wird in Orochi 4 auch spielbar sein. Ist ja auch schon in Samurai Warriors 4 spielbar gewesen. Der mit dem langen Schwert. Shotai ähnlich ist. Ja, Munori Yagyu und Shikaka Togo müssen gesaved werden. Und wir verlieren, wenn Munori Yagyu oder Shikata Togo sterben. Das sind wahrscheinlich die Verstärkungstruppen, die Musashi eben halt assistieren sollen und retten sollen. Ja, kriegen wir hin. Bei den Gegnern haben wir auch keinen nennenswerten Offiziere. Da kommt noch was, Freunde, das ist nicht alles. Rescue, Samurai Warriors 3. Nehmen wir den Track. Ja, der Track ist auch schön. So, schau mal, dann zeigen wir, was du drauf hast. Der Sohn von Shao Yuan. So, dann wollen wir mal ran hier. Oh, drei Dämonen gleich zu Anfang. Richtig blöd. Ja, make your way to Munori Yagyu. Bin ich doch schon. Ach, Munori, du bist hier noch so schwach, ne? Ist eigentlich auch so ein Meisterschwertkämpfer. Ach, stimmt. Das war dieser broken Angriff von Shaoba. Das ist richtig gelitten. Seht ihr das, wie heftig jetzt die Angriffsgeschwindigkeit ist? Alter, das war so mega geil. Nicht nur die Angriffsgeschwindigkeit, sondern auch das Movement Speed. Ja, Shaoba ist leider Gottes einer der beste Charaktere im Spiel. Wegen diesem Move. Das ist wirklich insane. Ihr seht's ja. Es hält leider nicht lange, aber man kann es die ganze Zeit wieder erneuern. Das braucht nämlich gar nicht so viel Musu. Boah, das ist so stark. Nicht schlecht, der Specht. Ich habe schon wieder vergessen, Masukasen zu verwenden. Werde ich irgendwann Masukasen noch ausrüsten, finden wir es im nächsten Part heraus. Ne, ist schon ein bisschen lächerlich. Dass ich es immer vergesse, aber so ist es nun mal. Bin halt so verpeilt. Oh, guck mal. Die haben Angst, dass ich da runtergesprungen bin. War so ein Überraschungsangriff. Haben die nicht mit gerechnet. Boah, schau mal, Alter. Kannst du mal ein bisschen chillen? Er ist so stark, ja, so gut in dem Spiel. Guan Ping war bei Fahren nicht so gut. Ach, guck. Interessantes Outfit, was ich hier gewählt habe für Uichi. Ich habe Uichi auch mal so ein Hatsune Miku Outfit, glaube ich, sogar immer. Sieht so ein bisschen aus wie Hatsune. Habe ich aber jetzt nicht drin. Wenn ich das nächste Mal spiele, kann ich es ja mal verwenden. Ich mag immer dieses Schwarz-Weiß-Kombo. Das gefällt mir immer sehr gut. Die wahrscheinlich schon bemerkt. So, ey! So, nicht gerettet hier. Uichi, zeig mal deine Moves. Ist nicht so der Burner. Ist nicht so der Burner. Ist gar nicht gut. Alter, die Special Moves kannst du eine Pfeife rauchen. Ey, sie ist echt schlecht, ne? Verdammt. Mann, die war viel stärker in Orochi. Komm, zeig mal deinen Musu-Angriff. Ich glaube, das ist auch nur so Spin to Win, ne? Ja. Wobei, das war eigentlich immer ganz gut. Das ist ein Samurai Warriors 4 zumindest. Ja, das geht. Große Reichweite. Stunt die Gegner, macht ganz gut Schaden. Ja, damit kann ich leben. Das ist in Ordnung. Ich weiß nicht, ey. Bin kein Fan von Uichi in diesem Spiel. Tut mir leid an alle Uichi-Fans, aber... Ganz ehrlich, müsst ihr auch selbst zugeben, oder? Dass die alte Uichi cooler war. Der Angriff ist ganz okay, aber mehr auch nicht. Wenn ich sage, der Angriff ist okay, heißt nicht, dass er gut ist. Oh, ich glaube, da oben kam Hinterhaltstruppen. Ja. Ich wusste es. Dann hauen wir die mal in eine Pfanne. Ah, scheiße, ich schneide uns den Weg ab. Du Saftsack, du blödes Schwein. Bonus have begun to fall. Ja, ist natürlich blöd, müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Ach, Yuki, ey. Komm her. Ranmaru, zeig dir mal gerade, wo der Hammer hängt. Ey, was ist das für ein Move? Ein neuer. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt bringt. Mehr Angriffsgeschwindigkeit. Definitiv. Alter, wie Ranmaru schreit. Japanische Synchro, ey. Claimed another victory for my lord. Tja, wo ist denn dein Lord, hä? Wo ist Nobunaga? Ich weiß gar nicht, wann Nobunaga das erstmal aufgetreten ist in Orochi 3. Ich hab's vergessen. Bin ich auch schon gespannt.
Massikott, du machst Kottchen. Wie sich fühlt. Oh, wir haben irgendwie ein Laserschwert. Und ein Eisschwert, keine Ahnung. Mega geil. Das ist ja cool. Das gegen Naoshi Aizei. Also, Ranma hat sich verbessert. Viel stärker geworden ist er. Fällt mir. Ach du Scheiße, jetzt kommen hier diese Feuerbälle. Oh, die sehen so episch aus. Holy shit. Haha. Ja, es freut mich, dass wir es auf PS4 zocken. Das sah PS3 sicherlich nicht so gut aus. Könnt ihr ja nachschauen in meinen alten Netzfeld. Nein, tut's lieber nicht. Das war. Nein. Das ist unanschaubar. Das war so cringe. Tut es bitte nicht. Guckt nicht das alte Let's Play an. Jetzt, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut bitte bei wem anders. Guckt bloß immer ein altes Let's Play an. So grauenvoll. Naja. Und aus dem Weg, Mann. Ah, mein Lieblingsmove von Ranma. Wobei, kann er. Ja, den kann er auch noch. Nice. Schön. Ja, da ist aber keiner. Ja, sieht zwar sehr sexy und stylisch aus, war aber nicht notwendig. Kriege ich hier eine Ex-Angriff hin? Mit Schaubar, ich weiß es gar nicht. Nee, so auch nicht. Muss ein bisschen ausprobieren. Zeige ich euch auch die ganzen Moves. Hat was. Ah, hier. Ah, noch so eine Elektroschockwelle hinterher setzen. Ja, gut. Gefällt mir. Nicht schlecht. Ja, ich hoffe, der unten hält auch noch ein bisschen aus, ne? Ich hoffe, der hält ordentlich was aus, ey. Ich lasse jetzt gleich verreckt. Und du hör mal auf, hier diese Feuerbälle runter zu werfen. Du Arsch. Dodomeki, ey. Dodomeki und Yuki machen hier diese Überfallkommandos. Die man auch selber spielen kann. Yes! Die Elektrowelle ist ja mega overpowered, habt ihr es gesehen? Holy shit. Und nicht mal Attribute auf der Waffe drauf. Merkt ihr, wie overpowered Schaubar in diesem Spiel ist? Das ist wirklich krass. Er kann mit Ranmaru und Uichi locker mithalten und er hat keine Attribute. Das sagt, denke ich, alles, oder? Ich weiß gar nicht, warum sie den so overpowered gemacht haben. War eigentlich eine Pfeife gewesen. Verräter. Feige Sau. Ich weiß nicht. Naja, was soll's. So, kommen wir jetzt endlich über den Fluss. Ja, kommen wir wahrscheinlich. Aber erstmal müssen wir uns an denen vorbeikämpfen. Wisst ihr was? Das sind so viele, ne? Da machen wir den Triple. Du Schwein! Morion, du Moron. Und Itabite und... Ah, sie springen alle runter. Das ist sehr gut. Dann kann ich wirklich alle vier vernichten. Das müsste reichen. Hoffe ich doch zumindest. Bitte. Lass es rein. Ja. Sehr schön. Lame, aber effektiv. Ja, Rudy weiß, warum ihre Specials so schwach sind, weil sie Speed-Charakter ist, wie ihr sehen könnt. Das hat es auch wieder geändert, weil die war früher Technik. Die war früher Technik. Und Ranmaru, was ist Ranmaru jetzt eigentlich? War früher Power. Ist jetzt Wanda, merkt ihr was? Alles geändert. Ihr Schweine, ey. So, es wäre sehr freundlich von diesem Kapitän, wenn das Schiff mal langsam losfahren würde. Oder geht das nicht, weil hier Dämonen an Bord sind? Dann hauen wir die kurz in die Pfanne. Mit Uichi. Ja, komm. Schwester von Nobunaga, ey. Frau von Nagamasa Sasai. Später Frau von Katsuyu Shibata, nachdem Nagamasa umgebracht wurde. Yo! Munori Yagyu, höchstpersönlich fährt das Schiff. Gefällt mir. Oh oh. What's happening? Achso, es sind nur die Soldaten, die da stehen gelassen werden. Ja, die müssen jetzt vernichtet werden von den Dämonen. Tut mir leid, ihr werdet zurückgelassen. Dabei habt ihr auch bestimmt Frauen und Kinder. Ey, was machst du denn hier? Ungebetene Gäste hier. Ja, Himiko, du bist ein bisschen zu spät, ne? Du bist ein bisschen zu spät. Ah,
ob du uns einholst. Wir sind schon gleich rüber hier über den Fluss. Ich will die aber trotzdem vernichten. Es ist mega einfach, die Schlacht. Immer nur so ein paar Gegner. Es ist ja gar nichts. Obwohl, es ist ja auch eine der ersten Schlacht. Aber trotzdem ist es sehr, sehr einfach. Na komm, Himiko. Die schnapp ich mir. Na, wobei, scheiß drauf, Freunde. Ist mir jetzt kackegal. Ich habe keinen Bock, das als normales Spiel zu müssen, wenn der jetzt hier stirbt. Weil ich weiß nicht, wie lange der noch durchhält. Der hat sich zwar noch nicht gemeldet, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Guck mal, es dauert eh ewig, bis ich guck mal hier rüber segel. Vielleicht kam hier auch noch ein anderer Boss. Ich weiß gar nicht. Mehr. Mach mal deinen Musu. Schau mal. Ach, der war das. Jo. Der ist auch decent. Das ist ein mega krassen Elektrofeld. Huntsman ist down. Und der letzte Bude ist der Dude hier. Das ist Tangleware. Er hat überhaupt nichts zu melden. Nee, also wirklich, Schaubar ist viel zu stark in dem Spiel. Aber soll mir recht sein. Könnt ihr euch vorstellen, wie heftig dann die andere Waffe ist, die noch stärker ist als diese hier? Himiko arrived. Ja, ein bisschen spät, ne? Ach, wir müssen sie sogar besiegen. Ja, umso besser. Umso besser, liebe Freunde der Nacht. Ey, ernsthaft jetzt? Der verkackt gegen die normalen Truppen? Genau das meinte ich. Deswegen wollte ich sie hier so schnell wie möglich hin. Ja gut, dann muss ich jetzt jeden einzelnen Typen hier besiegen. Ah, ist eh egal, weil Himiko kommt zu uns. Dieser Loser, ey. Wieso verkackt der gegen diesen normalen Dämonen? Ja. Shikata Toro soll Shigekaka heißen, weil du bist echt kacke. Mein Skill ist wirklich nicht von. Soll so ein Schwertmeister sein? Das ist ein Lache, ey. Ist ja gar nix. So, jetzt verkack bitte nicht gegen diese Überbleibsel. Ich glaube, das war es auch. Ja. Jetzt nur Himiko. Alles klar. Holen wir uns das Eisschwert und dann probieren wir es mal. Könnt ihr mir ja wieder leicht mal mit den Triple Moves zu. Ah, ich versuch's erstmal so. Oh. Boah, macht die Schaden. Wie immer sehr gefährlich gegen Himiko. Alter, was war das denn? Einmal kurz ein bisschen gestriffen, schon die Hälfte weg von meinem maximalen Leben. Na gut, der Musu regelt. Alter, was... Auch hier ist sie wieder gefährlich. Yes, da können wir nicht mal Musushi retten. We did it. Good job. It looks like the reinforcements will leave for the Valkyrs less soon as they reform the ranks. Without the interruption from the demons, it looks like they should be able to arrive in time. This should be enough to change the future. Okay then, let's get going. We have to try and protect Odawara Castle once more. Jo. Im nächsten Part natürlich. Salient Cleaver. Boah, gute Waffen. Gute Waffen. Ja, ja, viel besser als das, was wir hier haben. Weg damit. Na, das ist, glaube ich, nicht so gut. War zwar ein Attribut mehr drauf, aber habe ich schlechte Attribute entdecken können. Sword of Justice. Ja, viel besser als das. Oh, das ist nochmal besser als das hier. Bloß nicht das wegwerfen, ey, dann töte ich mich selbst. Ah, ist besser. Samaya Hoop. Sparky Hoop. Ja, besser. Samaya? Ja, auch besser. Definitiv. Lottery Ticket von Kai. Mission haben wir auch geschafft. Besser geht's nicht. Seems good. Achso, was nehmen wir hier? Anis. Boah, das passt gerade überhaupt nicht, ne? Das klingt besser. Wir haben die Möglichkeit, Musashi Miyamoto zu retten. Und deswegen dieser triumphale Track. Oh, die Konversation. Ja, die hatten wir ja auch schon mal. Aber gut, gibt's sowieso erst im nächsten Part.
Wir ziehen nur hier unsere Lotteriekacke und feiern gleich. Souring Blade, ja. Ach ja, Xushu gab es übrigens in der normalen Version von Warriors Orochi 3 auch nicht. Weil er kam erst mit 7 Empires dazu und das gab es zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht. Oder zumindest wurde Xushu damals hier noch nicht gefeatured. Trump Deck. Donald Trump hat die Stack erstellt. Ja, weg damit. Deswegen schmeißt es weg. Heaven's Destroyer, Easter Egg Waffe. Schau dir uns Waffe von Dice Wars X. Sparkling Draft. Weg damit. Rising Dragon. Ja, weiß nicht. Wir haben ja Rising Dragon X. Dragon's Maw. Ja, der hat schon andere gute Waffen hier. Na, machen wir mal weg. Spike Fury. Wir haben Spike Fury X. Brauchen wir nicht, den Scheiß. Bloodspray. Ohne Attribute, kommt weg. Wasps Ding hat nur ein Attribut. Brauchen wir nicht. Nein, nicht noch ein Lotterie-Krams. Ja, die meisten Sachen, die man da kriegt, sind eigentlich schlecht. Aber ich mach's trotzdem immer, weil das ist ganz witzig. Tea Party haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wird Zeit. I would be more than happy to have a drink, even in times like these. We need to enjoy ourselves. Ah, there you are. Let's have some fun tonight. Haha, this is a most enjoyable party. It feels as if it could warm even the coldest of hearts. Ja, Joan of Arc. Richtig cool, die Französin. Ist natürlich auch am Start. Kommt später noch ein mega episches Crossover im Mittelalter bei Beacting schon. Richtig, richtig geil. Kommt noch alles. Also nächstes Mal treten wir erstmal Musashi. Und ja, dann machen wir noch die Extra-Schlachten. Vor allen Dingen schalten wir somit auch Seimei Abe frei. Einen neuen Charakter, der richtig stark ist. Achso, das mache ich offscreen. Immer im nächsten Mal nehmen. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Sonst sehen wir uns wieder nächstes Mal. Bis dann und ciao. I'm gonna go get some more.